Terrasse. Was hast du denn für Wetter mitgebracht, Wolfgang? Das war mir so klar, das habe ich dir doch gesagt, dass das heute... Was hat denn der Wolfgang da, Schönes? Na, lies mal vor. Dass das heute nicht so schlecht ist. Es ist und bleibt... Was? Versteht ja keiner. Es ist und bleibt ein Kanton. Das bedeutet Süd-Berlin. Wieder treffen mit mehr Menschen möglich. In 50 statt 35. Corona-Test gratis für alle. Getränkte Marke und Kosmetikzahlung auf. Stück für Stück Öffnung. Auf die Gastronomen, Kultur und Einzelhandel. Oh, da steht ja so viel drauf. Ah, ja. Weil die Schnelltests noch fehlen. Es bleibt nur ein Lock-Air-Down. Naja, gut, okay. Endlich wieder Kino. Hä? Endlich wieder Kino, schreiben sie. Naja. Ja. Das dauert alle seine Zeit, ehe es richtig wieder in Gang kommt. Jetzt sag ich dir. Das waren die lange vermissten Wolle-News, wa? Das waren die lange vermissten Wolle-News. Ja. Aber ich muss da aus meinem Fahrrad. Mit meinem Fahrrad ein bisschen trimmen zu Hause oder eine andere Sache einkaufen gehen. Und Hauptsache ich habe meine Bewegung. Ja. Ja, das ist wichtig für dich. Wer rastet, der rostet. Ja. Ist ja nicht nur ein Spruch, das stimmt ja wirklich. Oh. Das ist ja nicht nur ein Spruch. Wolles Knie tun weh. Naja, so ist es halt. Hör, die alte Kriegsverletzung juckt wieder. Was juckt wieder? Die alte Kriegsverletzung bei dir. Ach so, ja. Naja. Sofa gegen Wolle. Das war ein Krieg. Hast du deine Kunden gestern alle noch geschafft, gestern Abend? Ja, ja. Das versuche ich gerne noch immer hinzukriegen. Ah ja. Das ist wichtig. Das brauche ich. Kommt einer heute Abend, kommt einer hier die Schrott abholen, ja? Was abholen? Aber kommt heute einer den Schrott hier abholen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Mal gucken. Ich inseriere die mal umsonst und dann kommen die schon vorbei. Irgendjemand wird schon vorbei. Ja, wenn jeder was passt, dann braucht. Kostet ja nichts. Die Schrott ist ja gratis. Tja, wird wohl Zeit, dass ich doch mal einschalte heute. Ich habe gedacht, ich schalte ein beim ersten Auftrag, aber irgendwie scheint keiner zu kommen. Jetzt ist es gleich 11. Also es ist 11 Uhr. Und bis jetzt noch kein Auftrag. Nichts. Überhaupt nichts. Aber wie ist es ja wie immer, wahrscheinlich geht es dann sofort los. Wie die Ritter. Wenn man das gesagt hat, kaum ausgesprochen, sind dann die ersten Kunden da. Solange sortiere ich jetzt ein bisschen Kram weg. Ist ja auch nicht schlecht. Muss ja auch mal gemacht werden. Bla 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 bla. Nicht, dass er denkt, was denn nur los? Da ist er der Montag völlig flach gefallen. Nee, ist er nicht. Hoffentlich fällt er nicht komplett flach. Ich sortiere meine alten Handys aus. Meine Fresse, hab ich viele, ey. Ja, der Keller tut den aber allen nicht gut. Meine Herren, was ist denn da los? Naja, okay. Wir werden wohl mal anbieten, Tür. Alle zum Preis von einem. Das hier, das war mein allerliebstes Handy. Habe ich sehr, 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 sehr lange benutzt. Das war mein erstes Handy. Tada! 93. Naja. Ericsson Hotline muss ich extra packen, weil da habe ich noch die Originalverpackung und alles Fullset. War ich ja so stolz drauf damals. Hat wahnsinnige 8 Minuten Telefonat durchgehalten, der Akku immer. 8 Minuten. Und im Standby waren es so 2 bis 3 Stunden. Wenn ich mich recht entsinne. Und da musste man schon den nächsten Turbo-Akku rinballern. Akkus machen wir mal extra. Das ist ja Sondermüll. Ja, das mache ich jetzt, bis der erste Kunde kommt, dann gucken wir mal, was uns heute erwartet. Frühstück. 12:45 ist es schon. Ich esse Frühstück und noch kein Kunde da gewesen. Da kann ich mich diesem Kinderbett widmen hier. Marlies wollte das wegwerfen, weil diese Platte hier rausgebrochen ist. Aber das finde ich ein Unding, also deswegen wirft man sowas nicht weg. Das ist ein schönes Holzbett. Da ist halt mal ein Kind von uns reingestiegen und diese komischen... Pappplatten, die da drin sind, ist es halt durchgebrochen, ist ja klar. So, und jetzt wollte ich einfach mal auseinandernehmen, Maß nehmen,
eine Platte zuschneiden, wieder rinschieben, fertig, dann ist das Ding nämlich wieder einmal frei. Also muss ja nicht mal sehr halt wegwerfen, wa? Ja, aber exakt so ist es heute. Es wird gekauft und dann, ach, weg, komm, erledigt. Nee, nee. Nicht mit mich. Aber ich wette, wenn ich damit anfange, dann kommt der erste Kunde, was ja auch nicht schlecht wäre. Dann kommt schon die Meter, wa? Also 24. Kann ich gar nicht, ich habe ja nicht so eine Platte. Ich dachte, ich hätte so eine Reste, aber irgendwie... Shit. Anokundiert, eine Holzplatte, weil, wie gesagt, heute totale Langeweile, also wirklich, jetzt haben wir halb zwei durch und war immer noch kein Kunde da. Eine Trinkgeld haben wir bekommen, 2 Euro, immerhin. Also heute ist die Abrechnung sehr überschaubar. Es waren schon in den letzten 2 Tagen alle da. Nur zu sagen, ja. Heute ist es kalt. Heute ist kalt, heute will keiner mehr. Irgendwie geht's mir leicht. Wenn du viel Farbe nimmst und rüber ziehst, dann geht das leicht. Naja, so ist es. Manche Tage so, manche so. Ja, so viel war ja noch nicht los, aber der erste Schwung ist durch. Und heute ist es echt kühl, also hier unten sind es gerade 10 Grad. Sind es gerade 10 Grad? Aber draußen sind es 10 4. Grad. Draußen sind es 4? Ja. Zu kalt. Verrückte Welt, ey. Ich bin auf RTL.de. Da haben sie einen schönen Ausschnitt genommen, schön aus dem Kontext so ein bisschen rausgerissen. Ist halt, man sieht natürlich, dass es eine Verarsche ist. Aber wer den Blog kennt, schaut mal auf RTL.de und auf dabei, dass ich hinterherwische. Man ist immer der Meinung, man kann es. Beziehungsstreit, wer macht im Haushalt eigentlich mehr? Da findet er einen ganz kurzen Passus in diesem 2-Minuten-Video aus unserem Vlogs rausgeschnitten, wie gerade mit Marlies mich so gegenseitig so. Ist so ganz geil. Genial. Jetzt wären wir berühmt. Jetzt sind wir bei RTL. Haben wir abgelehnt, bei RTL, bei so einer Sendung da mitzumachen, bei so einem Format, dieses. So was ähnliches wie Mein Kind, Dein Kind, so eine Geschichte. Und die haben natürlich trotzdem natürlich unsere Vlogs durchforstet und Material finden sie immer. Ist ja geil. Ich freue mich. Ich freue mich eigentlich richtig. Das ist total witzig. Kommt doch so cool rüber. Jetzt gibt es gleich wieder einen Shitstorm. Ja, der Macho, der zwingt immer seine Frau. Nee. Wer uns kennt, weiß genau, wie es ist. Und wer den Blog kennt, weiß auch, wie es ist. Wollte ich euch nur mal kurz mitgeteilt haben, wurde gestern von RTL hochgeladen. Genial. Prost. Es ist ja wirklich erbärmlich hier. Däumchen drehen und Spaß dabei. Na, es ist, wie es ist. Da war schon eine Kundin mit einem klackenden Geräusch. Wohl, sagt sie. Allerdings wohl, weil ich konnte nichts spüren. Und sie auch nicht mehr auf einmal. Das ist wie immer so, wenn man zum Onkel Doktor geht, dann sind die Schmerzen weg. Ist doch schön, Wunderheilung. Muss ich mir halt nur mal von der Kirche auch anerkennen lassen, dann haben wir hier bald einen Wallfahrtsort. Künstlerin meiner Arbeit. Ne? Ja, willst du so lassen hier mit dem kurzen Strichen? Oder willst du lange Striche? Also. Da muss ich dann nämlich einmal am Ende über alles so rüber.
wenn du das jetzt aber tatsächlich dein Hintergrund ist, kannst du ruhig auch weitermachen eigentlich. Ich will weiter. Also das musst du entscheiden. Wenn, im Feuchten ist das Schöne, dass du die Farben teilweise noch mal reinziehen kannst, dass es ein bisschen verwaschener wird. Musst du sehen, ob du das willst. Das ist natürlich die Frage, das weiß ich alles nicht. Musst du selber rausfinden, wie dein Stil ist oder wird, was deine Vorlieben sind. Ja, Anna hat gerade die Eule. Die ist gerade hoch, als ich gerade rausgegangen bin, weil alles gut gerade. Na gut, dann mache ich das jetzt mal fertig. Ach, hier ist eine Telefonnummer. Ah, die das nicht beschrieben. Naja, gut. Ich mache es jetzt fertig. Naja, Anuks blaue See mit Eulen. Das ist jetzt gerade ganz großes Thema bei ihr. Eulen. Warum auch immer. Vielleicht, weil sie die Nachteule ist. Ab nächste Woche, Gott sei Dank, wieder ein bisschen Schule. Also hoffen wir mal, dass. Bisher kam jetzt noch kein Okay, geht los. Aber war im Gespräch. Schauen wir mal. Hoffen wir das Beste. Für sie wäre es perfekt, weil die langweilt sich zu Tode zu Hause. Apropos langweilen, ich langweile mich zu Tode hier im Laden. Ich habe 16:17 ist es, ja, also viertel fünf und ich habe noch keinen Kunden gehabt heute. Also ich habe zwar einen Auftrag für morgen, eventuell, der wollte dann morgen vorbeikommen, einen Rad vorbeibringen. Das ist ja schon mal sehr schön, aber für heute ist noch nichts. Man kann ein bisschen machen, kann ein bisschen aufräumen, hin und her räumen, fegen von links nach rechts und es wird doch alles immer ordentlicher und immer schöner hier. Wieder einige sagen, das will sich ja mal aus wie ein Müllhaufen hier. Recht habt ihr, ist ja auch gut. Ich brauche auch Zeit für die Tage, an denen es mal wieder so ist. Ich kann ja nicht alles aufräumen und dann irgendwie echt nur so da sitzen und Däumchen drehen. Boah. Dann ist das heute halt ein sehr kurzer Tag, ein sehr kurzer Vlog für den Tag. So ist es. Wenn heute nicht mehr passiert, schalte ich auch heute nicht mehr ein. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann oder bis gleich.